Das Arbeiterwohlfahrt-Fachkrankenhaus in Jericho ist eine Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, psychosomatische Medizin, Neurologie und spezielle Schmerztherapie. Hier in der Gerontopsychiatrie werden Patienten behandelt, die an psychiatrischen Erkrankungen leiden. Frau Dr. Glöckner ist seit 1990 in der Klinik tätig und ist leitende Oberärztin in der Gerontopsychiatrie. Die Patienten kommen ja mit sehr unterschiedlichen psychischen Erkrankungen zur Aufnahme. Hauptsächlich geht es oft auch um eine medikamentöse Therapie. Aber wir haben den Komfort, den Luxus, sehr viele sogenannte Begleittherapien und dabei dann auch die Klangmassage mit anwenden zu können. Wir haben 2008 hier im Haus einen Kennenlernkurs gehabt, an dem ich teilgenommen habe und war dann von der Methode und von dem Effekt sehr begeistert und sehr berührt, sodass ich dann im Anschluss ab 2009 die Ausbildung gemacht habe in Berlin. Entspannung ist für jeden Menschen wichtig, aber für unsere Patienten hier, die an meist schweren psychischen Erkrankungen leiden, sehr wichtig, weil sie ja durch die psychische Erkrankung die Möglichkeit sehr oft verloren geht, zu entspannen. Wir haben das große Glück, dass unser ärztlicher Leiter, Herr Müller, für neue Behandlungsmethoden auch sehr offen ist. So ist ja die Klangmassage auch hierher gekommen. Und dass dann auch noch 14 weitere Mitarbeiter in Form einer Inhouse-Schulung diese Ausbildung bekommen haben, das wäre ohne den ärztlichen Leiter nicht passiert. Ich bin aufgeschlossen für so neue Sachen und für Dinge, die für den körperlichen Bereich gehen. Das hat mir dann gut gefallen. Da habe ich gedacht, ist eine spannende Sache. Ja, müssen wir ausprobieren. Es haben sich einige dafür interessiert. Und dann hat es Frau Dr. Glöckner weiterverfolgt und hat entsprechende Kurse gemacht. Und diejenigen, die es machen, die haben sehr viel Spaß dabei. Man kann es nicht immer beschreiben, man muss das einfach, oder jeder Patient erlebt es ja für sich. Na, jede Angst ist ja auch anders, aber die Klangmassage hilft mir wirklich dabei, auch besser damit klarzukommen, weil durch die Klangmassage sind ja die Gefühlsempfindungen viel besser. Und man kann, wenn man das regelmäßig dann hatte, man kann damit ganz anders umgehen. Man stellt sich darauf viel besser ein und die Massagen unterstützen das immer wieder, dass man sagt, es ist ja nur ein Gefühl, das geht doch wieder weg. Also durch die Arbeit mit dem Klang hat sich auch, also nicht das Arbeitsumfeld, aber meine Arbeitsmöglichkeiten haben sich erweitert. Also es gibt ja Patienten, zu denen auch kein verbaler Kontakt hergestellt werden kann. Gerade bei den dementen Patienten, die ja auch nicht mehr so kommunizieren können. Es ist natürlich eine sehr schöne Methode, auch ohne Worte einen Kontakt zu den Patienten zu finden. Also man kann die Klangmassage tatsächlich auch nutzen, um ja, als Schlüssel, um Emotionen zu öffnen. Weil viele unserer Patienten da erstarrt sind im Fühlen und dann zum Körper keinen Zugang mehr haben. Und über die Schwingungen, über die Klangmassage wird einfach diese Starrheit gelockert und gelöst. Und dann kommen Gefühle auch wieder durch.